Ganz herzlich willkommen bei Transfermarkt TV. Unsere Top-Themen heute: Der FC Bayern weiterhin auf Stürmersuche und Markus Thüram soll im Fokus stehen, genauso wie Jeremy Frimpong bei Manchester United. Und was passiert da gerade mit den Bayern und Marc-André ter Stegen? All diese Fragen, die klären wir heute bei Transfermarkt TV. Aber zuallererst haben wir trotz der Jahreszeit zwei fixe Spielerwechsel, beziehungsweise erst einmal eine Klärung der Umstände hinsichtlich einer festen Verpflichtung bei Antoine Griezmann. Der ist jetzt nämlich fix bei Atletico Madrid. Wir hatten ja schon mehrfach darüber berichtet, es gab da große Missverständnisse hinsichtlich einer Kaufpflicht. Deswegen wurde Griezmann ja zum Kurzarbeiter, spielte immer nur maximal 29 Minuten. Tja, und jetzt hat man sich auf die Hälfte der bisher vereinbarten Summe von 40 Millionen geeinigt. Und wir haben uns mal die Mühe gemacht, diese kleine Grafik hier zusammenzustellen, wie der FC Barcelona mit nur zwei Spielern 215 Millionen Euro verbrannt hat. Philippe Coutinho für 135 Millionen Euro verpflichtet und für 20 wieder abgegeben an Aston Villa. Und bei Griezmann, da holte man ihn ja auch noch von Atletico für 120 Millionen Euro und gibt ihn nun für 100 Millionen weniger wieder an Atletico ab. Es gibt nur ein kleines Fünkchen Hoffnung, noch 20 Millionen Euro mehr zu machen. Und zwar sollte Atletico Griezmann gewinnbringend verkaufen, dann wird nochmal diese Summe fällig. Insgesamt aber ein schlechtes Geschäft für die Katalanen. Und auch RB Leipzig hat nochmal personell nachgelegt und damit reagiert auf die Kreuzbandverletzung von Peter Gulaschi. Örjan Nyland wurde wie erwartet unter Vertrag genommen bis Juni 2023. Der 32-jährige Torwart, der war ja zuletzt seit 2021 bei vier verschiedenen Vereinen, sowas wie der Strohmann, zuletzt bei Norwich, Bournemouth und dem FC Reading. Nun also nimmt er den vakanten Platz auf der Bank von RB Leipzig ein. Und wir kommen dann mit schnellen Schritten zur Gerüchteküche und sprechen da am Anfang über den FC Bayern München, der, das wurde ja in den vergangenen Wochen klar, den Abgang von Robert Lewandowski bisher überhaupt nicht kompensieren konnte. Vorne auf der Position des Mittelstürmers, da gibt es ein Vakuum. Und dort verdichten sich die Anzeichen, dass man dieses dann spätestens im kommenden Sommer innerhalb der Bundesliga füllen könnte. Und zwar berichtet Sport 1, dass er hier, Markus Thüram, gerade intensiv beobachtet wird. Angeblich waren auch Scouts der Bayern beim Rhein-Derby gegen den ersten FC Köln. Da hat Thüram ja in der Nachspielzeit den 5:2 Endstand besorgt. Also Thüram im Blickfeld der Bayern und wir sagen ja, das ergibt durchaus Sinn. 25 Jahre ist er jung, er kennt die Bundesliga und allen voran muss man sagen, sein Vertrag läuft aus im Sommer 2023. Dann wäre er ablösefrei und um einiges günstiger als viele vergleichbare Stürmer, Beispiel Harry Kane. Der würde ja eine richtige Stange Geld kosten, nicht nur an Ablöse, sondern auch an Gehalt. Also wir können uns das Ganze schon durchaus gut vorstellen. Die einzige offene Frage bliebe, müssen die Bayern vielleicht schon ab Januar tätig werden und da einen Mittelstürmer verpflichten? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Eine ganz andere Mittelstürmerproblematik tut sich gerade bei Eintracht Frankfurt auf und zwar mit ihm hier, mit Rafael Santos Borré. Der 27-Jährige war ja in der Vorsaison noch einer der Europa League-Helden, aber in der aktuellen Spielzeit, da kommt er kaum noch zum Zug. Stand nur zweimal in den vergangenen 9 Partien in der Startelf und nun berichtet die Bild, dass sein Berater in den kommenden Wochen nach Frankfurt reisen wird, um die Situation seines Klienten mit den Frankfurter Verantwortlichen zu besprechen. Aber Markus Krösche, Sportchef der SGE, sagt, wir planen nicht, ihn im Winter abzugeben. Stand jetzt also verhärtete Fronten. Wir sind mal gespannt, was da noch passiert. Der Express berichtet, dass Manchester United reges Interesse an Leverkusens Jeremy Frimpong
hat. United ist wohl weiterhin auf der Suche nach Verstärkungen. Durchaus verständlich, wenn man sich die aktuelle sportliche Lage bei den Red Devils anschaut. Und der 21-jährige Rechtsverteidiger, der hat auch noch Stallgeruch bei Manchester United. Dort nämlich in der Jugend ausgebildet. Hinten rechts bei United aktuell Diogo Dalot und Aaron Wan-Bissaka. Zwei Optionen, mit denen man wohl nicht mehr zufrieden ist. Die Bild berichtet, dass Zweitliga-Shootingstar Emmanuel Ferrei im kommenden Sommer mit einer sehr günstigen Klausel zu haben wäre. Der offensive Mittelfeldspieler ist aktuell der beste Scorer bis 21 Jahre in der zweiten Bundesliga und sein Aufstieg in den vergangenen Wochen, der brachte ihm auch ein dickes Marktwertplus ein. Aber seine Ausstiegsklausel, die soll dem Bericht zufolge vor seiner Leistungsexplosion abgemacht worden sein und dementsprechend sei er durchaus zu einem guten Preis unter 1 Million Euro zu verpflichten. Man könnte sich vorstellen, dass da einige Clubs, vielleicht ja auch aus der Bundesliga, beide Augen offen halten. Und an der Stelle schauen wir mal ein bisschen, was die internationalen Gerüchte so machen. N'Golo Kanté, der soll einen 4-Jahres-Vertrag bei Chelsea fordern. Und das hat zur Folge, dass man sich aktuell wohl nicht auf ein neues Arbeitspapier einigen kann. Und laut der Daily Mail wird da Paris Saint-Germain hellhörig. Der Grund: Chelsea bietet aktuell einen 2-Jahres-Vertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Zu wenig für den Franzosen, der ja in den vergangenen Jahren auch zu den besten zentralen Mittelfeldspielern der Welt zählte. Nur bei den Blues, da soll man sich ein bisschen Sorgen machen, ob der jüngsten Verletzungsanfälligkeit von Kanté, ob man sich da noch einig wird in den kommenden Wochen und Monaten. Da sind wir gespannt. Cody Gakpo sorgt derzeit in den Niederlanden für Aufsehen. Er ist der einzige Spieler in der laufenden Saison, der bereits zweistellig getroffen hat und zweistellig Assists sammeln konnte, nämlich 13 Treffer und 10 Vorlagen. Kein Wunder, dass die Gerüchteküche brodelt. Und Sky berichtet nun von einem regen Interesse von Seiten von Leeds United. Die sollen ihn gerne verpflichten wollen. Cody Gakpo aber selber möchte, wenn, dann wohl zu einem absoluten Top-Club. Die große Frage, ob man Leeds dazu zählen kann. Die Frage an euch da draußen: Ist der junge Mann schon bereit für den nächsten großen Step? Eure Meinung interessiert uns. Schreibt sie gerne in die Kommentare. In den Reihen von PSV gibt es ein weiteres Top-Talent, was gerade auf sich aufmerksam macht. Xavi Simons, 14 Pflichtspiele, 8 Tore und 4 Vorlagen. Eine richtig gute Hausnummer für den Schützling von Ruud van Nistelrooy, der ja im Sommer von Paris Saint-Germain fest verpflichtet wurde und bis 2027 unterschrieben hat. Aber wie die PSV jetzt bestätigte, hat Paris eine Rückkaufoption und ein Vorkaufsrecht, kann den Spieler also zurückholen. Und das Eindhoven's Dagblad schreibt, dass der 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler für die Summe von 10 bis 12 Millionen Euro zurückwechseln könnte. Das heißt, PSG hat offensichtlich vorgesorgt und die Leistungsexplosion wird dort natürlich auch nicht im Verborgenen geblieben sein. Und wir haben noch ein Gerücht, was durchaus aufhorchen lässt. El Nacional berichtet, dass Marc-André Ter Stegen ein vorrangiges Transferziel beim FC Bayern München sein soll. Ter Stegen, der Ex-Gladbacher, findet ja gerade zu seiner Topform zurück, hat in der laufenden La Liga-Saison erst ein einziges Gegentor bekommen und er blieb die vergangenen 6 Spiele in Serie ohne Gegentreffer. Das große Problem bei diesem Gerücht könnte aber Manuel Neuer heißen, denn der Kapitän, der macht überhaupt gar keine Anstalten, seinen Platz im Tor zu räumen. Wir haben ja auch schon mehrfach darüber berichtet, dass Alexander Nübel dementsprechend von einer Bayern-Rückkehr eher abgeschreckt ist. Und deswegen geben wir auch diesem Gerücht die klare Einschätzung, der Daumen geht runter. Zumindest was den Moment betrifft, aber auch noch die nächsten 2 bis 3 Jahre halten wir das für komplett unwahrscheinlich, weil Manuel Neuer den Platz zwischen den Pfosten bis dahin mal mindestens gebucht hat.
Das war unsere Gerüchteküche. Wieder mal viele News rund um den FC Bayern München. Wir haben ja auch über Markus Thuram gesprochen, einen Mittelstürmer, der im Sommer 2023 ablösefrei ist. Und, so viel kann man vorwegnehmen, er zählt zu den Top 5 der wertvollsten Mittelstürmer mit auslaufendem Vertrag. Und genau diese Top 5, die zeigen wir euch heute in unserer Statistik des Tages. Da war er hier vor einiger Zeit in der Statistik der wertvollsten vertragslosen Spieler. Andrea Belotti, dann für ein Jahr bei der Roma unterschrieben. Auf dem 5. Rang ist ebenso 20 Millionen wert wie Markus Thuram, der allerdings 3 Jahre jünger. Auf der 3 Memphis Depay, vielleicht ja auch ein interessanter Name hinsichtlich der vakanten Position bei den Bayern. Und dann Karim Benzema. Der ist zwar schon 34, aber eine lebende Legende. Man könnte sich auch vorstellen, dass er nochmal verlängert bei Real Madrid. Und auf der 1 Roberto Firmino. Der war auch schon mal auf der Liste des deutschen Rekordmeisters. Da hat man ja allerdings gerade im vergangenen Sommer erst Sadio Mané vom FC Liverpool geholt. Hier nochmal die Übersicht und der Vollständigkeit halber, es gibt noch 2 weitere Mittelstürmer, die ebenfalls 20 Millionen Euro wert sind und deren Vertrag 2023 ausläuft. Luis Muriel von Atalanta Bergamo und Cristiano Ronaldo von Manchester United. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer euer Favorit für die Mittelstürmerposition bei den Bayern wäre. Fehlen noch wichtige News aus der Welt des Fußballs. Und zuerst haben wir da den VfB Stuttgart. Dort hat man die Notbremse gezogen und sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt. Der VfB in dieser Saison ja noch ohne Bundesliga-Sieg. Und obwohl man eigentlich gerne mit ihm weitergemacht hätte, zog man jetzt die Konsequenz aus der sportlichen Talfahrt. Matarazzo also nicht mehr Trainer des VfB. Ganz bittere Nachrichten auch für Brighton & Hove Albion und Enoch Mwepu. Der Mittelfeldspieler muss nämlich abrupt seine Karriere beenden, weil bei ihm Herzprobleme festgestellt wurden, die eine Profilaufbahn nicht zulassen. Das heißt, der Ex-Salzburger ab sofort kein Fußballprofi mehr. Tim Leibold befindet sich weiterhin im Verletzungspech. Der 28-jährige Linksverteidiger des HSV kam ja gerade erst zurück von einem Kreuzbandriss und nach dem langen Weg zurück. Da verletzte er sich beim Warmmachen vor der Partie gegen Kaiserslautern. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel zwingt ihn, mehrere Wochen zuzuschauen. Der erste FC Köln muss bis Jahresende auf den bisher besten Torschützen der Saison verzichten. Dejan Ljubicic hat sich am Knie verletzt im Rhein-Derby. Das heißt, der 25-jährige Mittelfeldspieler, der bisher 6-mal wettbewerbsübergreifend traf, wird dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen. Und News auch bei Sporting Braga aus der Primeira Liga. Dort gibt es einen neuen Investor und zwar den gleichen Besitzer wie den von Paris Saint-Germain. Das heißt, den katarischen Staatsfonds. Die haben eine Minderheit von 21% der Anteilen übernommen. Vielleicht wird dann ja in Zukunft auch kooperiert zwischen beiden Clubs. Und das war's für heute von Transfermarkt TV hier bei YouTube. Ihr könnt natürlich gerne noch zu allen Themen unserer Sendung mitdiskutieren unter diesem Video bei den Kommentaren. Und dann habe ich noch 2 Empfehlungen für euch. Hier einmal eine Playlist mit unseren Traumelfen. Bald gibt's da auch wieder neue Folgen. Und unten, da findet ihr unser aktuellstes Video. Bei beidem ganz viel Spaß und bis bald. Ciao.